Mit einigen der schönsten Nationalparks unserer Erde sind Kenia und Tansania gesegnet. Sie gelten als ein Paradies für Tierfreunde und Naturliebhaber. In Nairobi, der Hauptstadt Kenias, beginnt unsere Reise durch 7 Parks. Der große afrikanische Grabenbruch ist eine Riftzone, die vor mehr als 30 Millionen Jahren entstand. Von einem Aussichtspunkt lassen sich die beeindruckenden Ausmaße des Great Rift Valleys erahnen. Die Länge der Riftzone beträgt rund 6000 Kilometer. Die Breite variiert zwischen 30 und 100 Kilometer. Nach einer längeren Fahrt erreichen wir Nakuru die Lake Elementaita Lodge. Mir gefällt der Pflanzenreichtum der Anlage. Er wird uns begleiten für etwas 2 Stunden Spaziergang. Also gibt es so viele Informationen über Pflanzen, gibt es also viele Arten von Vögeln, gibt es auch Tiere. In Begleitung eines Maasai unternehmen wir einen Spaziergang zum See. Alois, out of about 100 different subspecies of the aloe plant. Dies ist eine Art der Aloe Vera Pflanze. Sie ist sehr gut, wenn man eine Verstopfung hat. Sie können sehen, wie sie etwas hineinschleppen. Die Pflanze holt aus 30 cm Tiefe das Wasser. Wenn ihr das nicht gelingt, stirbt sie ab. Dies ist eine ursprüngliche Pflanze, der Nachtblumenkaktus. When it flower, the flower always open at night and close during the day. Der Elementaita-See weist keinen Abfluss auf und ist stark alkalisch. Daher leben keine Fische in dem Gewässer. Leider waren die unzähligen Flamingos nicht zu sehen, für die deren Nationalpark bekannt ist. Sie hielten sich wohl an einem anderen Gewässer auf. Nach der Masai Mara weist der Lake Nakuru Nationalpark die zweitgrößte Anzahl an Besuchern auf. Verschiedene Tierarten begegnen wir auf unserer ganztägigen Pirschfahrt.
Die lange Fahrt zum Masai Mara wird durch einen Zwischenstopp und eine Mittagspause in Narok unterbrochen. Die Pause in Narok nutze ich, um das Alltagsleben der Kenianer zu beobachten. Es sind nur ca. 70 Kilometer auf der Piste zu fahren, aber dafür brauchen wir mehrere Stunden. Die Fahrt auf der zuletzt besonders schlechten Piste ist eine Tortur für die Reifen. Einer verliert die Luft dabei. Endlich erreichen wir nach einer Tagesfahrt unsere Lodge am Marafluss. Die Unterkünfte auf dieser Reise liegen alle inmitten der Natur. Von der Terrasse der Lodge aus können wir den Flusspferden zuschauen. Die Masai Mara ist Kenias tierreichstes Reservat, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Arten als auch die der Einzeltiere.
Rund 1500 Quadratkilometer ist dieses Gebiet groß. Im Außenbereich des Naturschutzgebietes dürfen die Angehörigen des Maasai-Stammes siedeln. Bis die Autoreparatur beendet ist, nutze ich die Zeit für Filmaufnahmen. Wir erreichen den Eingang zum Masai Mara Nationalpark. Unser Guide zeigt auf der Karte, wo die Gnus bevorzugt bei ihrer Migration den Mara-Fluss überqueren. Werden wir dieses spektakuläre Schauspiel erleben? Es wäre die richtige Zeit dafür. Geduldig heißt es zu warten. Wollen die Tiere die Überquerung wagen, die für sie schwierig und gefährlich ist? Abhängig von der Trocken- und Regenzeit unternehmen die Tiere ihre ausgedehnte Wanderung. Nicht alle Gnus erreichen das andere Ufer. Sie werden die Beute der Krokodile. Nein, die Herde überquert nicht den Fluss. Sie scheint nur auf einige Nachzügler gewartet zu haben. Vorwiegend als Grassavanne zeigt sich die Masai Mara. Aber auch Büsche und Bäume sind zu finden. Thank you.
Nach der ganztägigen Pirschfahrt verlassen wir gegen Abend den Nationalpark. Bevor wir den Außenbereich der Masai Mara verlassen, unternehmen wir noch eine Morgenpirsch. Von einem Dornenwall ist die traditionelle Siedlung der Masai umgeben, die aus 10 bis 20 flachen Hütten besteht. Diese werden aus Lehm und Kudung hergestellt. Der sogenannte Enkang ist eine wirtschaftliche und soziale Einheit. Hier leben mehrere Familien, die sich zusammen um das Vieh kümmern. Sehr interessiert verfolge ich, auf welche Weise die Masai-Männer ein Feuer entzünden. Die Masai leben überwiegend von ihren Rinder- und Ziegenherden. Der Verkauf von Souvenirs ist ein kleines Zubrot. Thank you.
frühere englische Siedler bezeichneten das Gebiet um den Crater Lake als Happy Valley, das glückliche Tal. Die Lodge liegt am Ufer eines tiefen und malerischen Vulkansees. Die Blätter dieser Pflanze werden von den Einheimischen als Deodorant verwendet. Mit einem einheimischen Führer unternehmen wir eine Wanderung zu einem Aussichtspunkt. Der Wehen bringt uns zu einer Morgenpirsch. Hier dürfen wir zu Fuß gehen, da es in diesem Park keine gefährlichen Tiere gibt. Auf uns wartet eine ganz andere Art, um Tiere zu beobachten. Eine Bootsfahrt auf dem Lake Naivasha soll uns vor allem die Vogelwelt nahe bringen. Ich genieße den Aufenthalt in den schönen Unterkünften, die leider immer nur kurz sind, denn wir sind ja den ganzen Tag auf Tour. Yes, tomorrow we will have 7
Wir verlassen das Crater Lake Reservat und fahren an Nairobi vorbei zum Amboseli Nationalpark. Bei einem Zwischenstopp habe ich die Gelegenheit, ein Maisfeld zu filmen. Mais ist das Grundnahrungsmittel der Kenianer. Früher war es die Hirse, bis die Portugiesen den Mais einführten. Auf dem Straßenmarkt werden vor allem Obst und Gemüse angeboten. Der Amboseli-Nationalpark befindet sich im Südwesten Kenias und grenzt direkt an Tansania an. Die Besitzer des umliegenden Landes sind Maasai, die traditionell keine fremden Jäger auf ihrem Territorium dulden. Daher ist das Tierreservat weitgehend von Wilderern verschont geblieben. So konnte sich hier eine Population von afrikanischen Elefanten erhalten, deren Altersstruktur und Generationengefüge unverzerrt geblieben ist. Der Kibo ist der höchste Berg Afrikas. Mit knapp 6000 Meter Höhe zählt er zu den drei ruhenden Vulkanen des Kilimandscharo-Massivs. An diesem Morgen unternehmen wir eine weitere Pirschfahrt im Amboseli Nationalpark.
Wüste, ne? Die Wüste hier. Haben wir schon gesehen, wir laufen. Ja? Grenzübertritt nach Tansania. Damit ist ein Wechsel bei den Reiseleitern und der Fahrzeuge gegeben. Auf der Fahrtmeldung schauen. Ein ungeplanter Fahrzeugwechsel macht einen Zwischenaufenthalt in Arusha notwendig. Manchmal ergeben sich kurze Kontakte mit Einheimischen. Diese junge Frau ließ sich gerne filmen. Auf uns wartet eine sehr schöne und herrlich gelegene Lodge. Der Lake Manyara Nationalpark zeigt eine Vielfalt von Tieren, Flora und Fauna auf. Bis jetzt haben wir 15 Nationalparks hier in Tansania. Manyara See ist einer von den kleinen Nationalparks, Manyara und Arusha, aber alte Nationalparks. Das Urwald verändert von Urwald, Buschland bis jetzt hier Steppen. Das ist Manyara See, das ist Salzwasser. Ne? Die erste See, das ist Süßwasser, wo, darum sieht man die. Thank you.
Auf dem Weg zur Serengeti machen wir kurz Halt an dem Denkmal von Michael Cimek, der viele Jahre seines Lebens sich für die Wildtiere dieses Gebiet eingesetzt hat. Ein Fernblick lässt die Weite der Serengeti erahnen. In einer besonderen Zone dürfen die Maasai siedeln und ihre Herden halten. Sie ernähren sich traditionell von Ziegen- und Schaffleisch sowie von Blut, das aus einer Halsvene der Rinder abgezapft und mit Milch vermischt wird. Der eigentliche Nationalpark ist erreicht. Und schon haben wir die erste Begegnung mit Tieren. Wir unternehmen eine ganztägige Pirschfahrt durch die Serengeti. Dieses Gebiet ist der größte und bekannteste Nationalpark der Welt. Der Name leitet sich von der Maasai-Sprache ab und bedeutet die endlose Ebene. Der Grassteppe im Süden stehen geringfügig bewaldete Ebenen im Norden gegenüber. Seit den 1980er Jahren gehört der Park zum UNESCO-Weltkulturerbe. Bye.
Mittagspause am Rand eines kleinen Flugplatzes. Wir unternehmen nochmals eine Pirschfahrt in der Serengeti. Diese Anzahl von Safari-Fahrzeugen muss etwas besonders Interessantes zu sehen sein. Die Trockenzeit macht es notwendig, dass die Maasai mit Wasser versorgt werden.
Unser Fahrer interessiert sich für einen selten wachsenden Strauch. Ngorongoro ist ein Einbruchkrater am Rande der Serengeti. Er weist einen Durchmesser von rund 20 Kilometer auf. Schon von Weitem ist unsere heutige Lodge in einer herrlichen Lage auf dem Kraterrand zu erblicken. Von meinem Zimmer aus habe ich einen weiten Blick auf den Krater. An diesem Morgen unternehmen wir unsere letzte Peschfahrt. Ngorongoro Naturschutzgebiet, 8300 Quadratkilometer. Und das Uavati, wir sind durchgefahren, nur 20% von der ganzen Fläche Ngorongoro Naturschutzgebiet. Und die meisten Tiere leben in Ngorongoro Klatterboden. Noch ein letzter Blick auf den Krater, bevor es abwärts zum Ausgang des Ngorongoro Nationalparks geht. Wenn ich zurückschaue, wird mir bewusst, dass man auf einer Safari Glück braucht, um besondere, ja spektakuläre Tieraufnahmen machen zu können. Das heißt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Von Arusha aus treten wir unseren Heimflug an. Aber zuvor erfreue ich mich an der schönen Anlage der Lodge.
Yesus, Yesus, Zion.